Kollegin Nadine Schön hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Besucher der Debatte, die heute sehr zahlreich da sind. Ich sehe auch Kämpferinnen für die besseren Frauen in Führungspositionen auf der Tribüne, Frau Schulz-Strelow, Frau Süssmuth, Rita Pawelski, die das in den letzten Jahren sehr engagiert vorangebracht haben. Deshalb herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Die Ministerin hat gesagt, dass es heute ein guter Tag für Frauen ist. Ich sage, der Tag, an dem wir dieses Gesetz wieder abschaffen, wird der beste Tag für Frauen sein. Denn das wird der Tag sein, an dem wir keine gesetzlichen Maßnahmen mehr brauchen, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in den Unternehmen. Das wird der Tag sein, an dem wir keinen Gleichstellungsplan mehr brauchen, um mehr Familienfreundlichkeit zu ermöglichen und die Karrierewege von Frauen im öffentlichen Dienst besser zu gestalten. Der Tag, an dem wir dieses Gesetz wieder abschaffen, das wird der wahre gute Tag für die Frauen in unserem Land sein. Und deshalb freue ich mich heute auf den Tag, an dem wir dieses Gesetz wieder abschaffen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schade, dass wir überhaupt gesetzliche Regelungen brauchen, um für mehr Frauen in Führungspositionen zu sorgen. Aber klar ist, die Zeit der freiwilligen Selbstverpflichtungen ist vorbei. 2001 unter Rot-Grün hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Die Frauen sind heute gut ausgebildet, die kommen jetzt von alleine nach oben. 14 Jahre später müssen wir feststellen, dass das leider nicht der Fall ist. In den 200 größten Unternehmen sind 18% Frauen in Aufsichtsräten und, noch viel erschreckender, gerade einmal 5% in Vorständen. Und da kann mir wirklich niemand sagen, dass es nur eine Handvoll Frauen in ganz Deutschland gibt, die fähig und willig sind, in den Vorstandsetagen, in den Führungsetagen der deutschen Unternehmen ihre Arbeit zu verrichten. 5% in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit mehr Engagement zusammen mit der Wirtschaft uns auf den Weg machen, diese erschreckende Zahl zu verbessern und zu höheren Prozentzahlen zu kommen. Im Gegensatz zu manch anderen glaube ich noch nicht einmal, dass das böser Wille der Männer ist, dass sie Frauen nicht nach oben lassen. Nein, es sind aber die Strukturen in den Unternehmen, die dazu führen, dass es offensichtlich schwierig ist. Obwohl wir sehr viele gut ausgebildete Frauen haben, obwohl wir sehr viele gute Ökonominnen und Juristen haben, die auch in den Aufsichtsräten sitzen könnten, dass es offensichtlich schwierig ist, nach oben zu kommen. Wir haben eine gläserne Decke und deshalb ist es Zeit, dass wir uns zusammen mit der Wirtschaft fragen, was kann man denn konkret tun, um das besser zu machen. Und deshalb führen wir heute eine Quote ein, eine Quote mit Augenmaß. Und zwar eine feste Quote für die Aufsichtsräte der großen Unternehmen, die Vorbildcharakter haben, auch weil sie börsennotiert sind, und eine flexible Quote für viele, viele andere Unternehmen. Und dann ist es eben so, dass ein Stahlunternehmen anders zu betrachten ist als eine Bank, weil hier einfach andere Voraussetzungen herrschen. Ich weiß, dass auch der Koalitionspartner sich 40% gewünscht hätte für die breite Mehrheit der Unternehmen. Aber wir sagen, man kann hier nicht mit der Brechstange vorgeben. Wir brauchen konkrete Zielvorgaben. Es ist entscheidend, dass sich etwas ändert in Unternehmen, aber ein Stahlunternehmen ist anders zu betrachten als eine Bank. Und deshalb ist diese Mischung aus Flexiquote für die Vielzahl der Unternehmen und für die Führungsetagen und fester Quote für die Aufsichtsräte der Unternehmen, die einen besonderen Vorbildcharakter haben, genau die richtige Mischung. Und deshalb bringen wir heute ein Gesetz auf den Weg, was ausgewogen ist, was mit Augenmaß die Quote einführt und was absolut machbar ist für die Unternehmen in unserem Land und sie auch nicht entgegen vieler Befürchtungen mit zu viel Bürokratie überfordern wird. Strukturen aufzubrechen. Darum geht es auch im öffentlichen Dienst. Und auch hier ist ja nicht derjenige der Fleißigste, der am längsten im Büro sitzt. Und auch hier stellen wir leider fest, dass es heute immer noch so ist, dass diejenigen, Männer und Frauen, die familiäre
Verpflichtungen nachgehen, die ihre Kinder erziehen, die wegen der Kinder vielleicht auch eine Zeit lang aus dem Berufsleben aussteigen, danach es schwerer haben, in der Karriere im öffentlichen Dienst nach oben zu kommen. Und deshalb sagen wir, was wir den Unternehmen in Deutschland, was wir von denen verlangen, wollen wir auch von uns im öffentlichen Dienst verlangen. Und deshalb ändern wir das Gleichstellungsgesetz und das Bundesgremienbesetzungsgesetz mit dem Ziel, auch bei den Unternehmen, die der Bund besetzt, mehr Frauen in die Gremien zu entsenden und mit dem Ziel, auch in der öffentlichen Verwaltungsstrukturen zu ändern. Und hier war uns als Unionsfraktion wichtig, dass das Thema Familienfreundlichkeit zukünftig eines der Leitbilder im öffentlichen Dienst sein wird. Das war immer schon im Gesetz, aber sowohl Männer als auch Frauen, die wegen der Erziehung ihrer Kinder eine Zeit lang aus dem Berufsleben aussteigen, haben es doch schwer. Und deshalb ist der moderne Ansatz von Gleichstellungspolitik, dass sich für beide Geschlechter etwas ändert, wenn sie denn Familienaufgaben wahrnehmen wollen. Und deshalb haben wir den Gesichtspunkt der Familienfreundlichkeit in das Gesetz reinverhandelt. Und ich bin sehr dankbar meinen Kolleginnen und Kollegen, auch aus dem Innenbereich, denen dies auch ein großes Anliegen war. Frau Ley, Sie haben angesprochen, dass verschiedene Sachverständige gesagt hätten, dass das Gesetz sei verfassungswidrig. Sie haben aber außer Acht gelassen, dass wir heute zahlreiche Änderungsanträge einbringen, die die Union in den letzten Tagen verhandelt hat, die dazu führen, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist, die dazu führen, dass es wesentlich weniger bürokratisch ist, als es noch vor zwei Wochen der Fall war und die dazu führt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, auch im öffentlichen Dienst. Gleichmacherei auf allen Ebenen, das macht gar keinen Sinn. Wir wollen, dass sich in den Führungspositionen was ändert. Wir wollen, dass die Behörden Spielraum haben, um ihre Frauenförderung auch vorzunehmen. Wir wollen aber nicht mit der Sprechstange auf allen Ebenen 50% Männer, 50% Frauen. Das überfordert auch die Verwaltung. Das führt dazu, dass man keine Zeit mehr hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und deshalb haben wir diesen Punkt im Gesetz geändert. Dadurch wird das Gesetz weniger bürokratisch, dadurch wird das Gesetz verfassungsgemäß. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir das in den letzten Tagen noch mit dem Koalitionspartner verhandeln konnten. Insgesamt ist es ein gutes Gesetz, was die Strukturen in den Unternehmen und im öffentlichen Dienst ändern wird. Es wird dazu führen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. Es wird dazu führen, dass in den Unternehmen und im öffentlichen Dienst sich die Mentalität ändert. Und deshalb ist es heute ein guter Tag für Frauen. Und ich freue mich ganz besonders auf den Tag, an dem wir diese Gesetze nicht mehr brauchen, weil wir dann die Gleichberechtigung erreicht haben und ebenso viele Frauen auf den Führungspositionen haben, wie wir zurzeit Männer haben. Herzlichen Dank für die guten Beratungen. Herzlichen Dank an alle, die sich engagiert haben für mehr Frauen in Führungspositionen. Deren Arbeit ist noch nicht vorbei, da bin ich mir sicher. Und wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass wir in Deutschland mehr Gleichberechtigung haben, mehr Frauen in Führungspositionen und ein gutes Miteinander der Geschlechter. Denn nur so können wir auch wirtschaftlich international erfolgreich sein. Das Wort hat die